Paul packt das Rucksäckle alleine. Das sind Anna und Ben. Sie brauchen einen geeigneten Rucksack für ihren Sohn Paul. Paul ist sehbehindert. Sie holen sich Informationen bei der Nikolauspflege. Der Rucksack soll eine kräftige Farbe und eine auffällige Form haben. So kann Paul seinen Rucksack leichter finden. Paul soll seinen Rucksack selber öffnen können. Ein Klettverschluss oder ein großer, kontrastreicher Reißverschluss sind dabei hilfreich. Der Reißverschluss sollte dick und freiliegend sein, nicht überlappend. Eine Griffverstärkung, wie zum Beispiel eine Perle oder ein Schlüsselanhänger, erleichtern Paul das Auf- und Zuziehen. Der Reißverschluss sollte nur ein Schiffchen haben. Ein zweites Schiffchen kann festgenäht werden. Der Reißverschluss sollte nicht zu weit aufgehen, sonst purzeln Sachen raus. Der Rucksack braucht einen stabilen Stand und sollte nicht umkippen. So kann Paul seine Festsparsachen gut alleine ein- und auspacken. Ein großes, helles Innenfach hilft Paul, seine Festsparsachen leichter zu finden. Ein stabiler Aufhänger und Schultergurte mit unterschiedlicher Ober- und Unterseite erleichtern die Handhabung. Mit diesen Informationen können Anna und Ben nach einem geeigneten Rucksack für Paul schauen.